Servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Freestyle Commentary. Ja, ich habe mir hier so ein paar Themen aufgeschrieben, die ich gerne mit euch durchreden würde. Und zwar habe ich eine ganz schlechte Nachricht für alle, die auf die Musik in meinem Video stehen. Mich mit eingeschlossen. Das hat mich auf jeden Fall übelst mitgenommen. Und zwar werde ich keine Musik mehr in meine Videos reinhauen können. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar gab es ja ein Update auf YouTube. Und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder ob das nur für Partner gilt. Auf jeden Fall. Ja. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Das Update beinhaltet auf jeden Fall, wenn ich ein Video hochlade jetzt, dann muss ich so 4 oder 5 Kästchen ausfüllen. Das heißt, die fragen einen, beinhaltet dein Video Videospielsequenzen oder sind irgendwelche Programme drauf zu sehen oder sonst irgendwas. Und wenn das der Fall ist, muss man dann Häkchen dran setzen. Oder wie in meinem Fall halt bei Musik, ob Musik in meinen Videos auftritt, muss ich ein Häkchen setzen und überall, wo man so ein Häkchen reinsetzt, da muss man auch begründen, ob man befugt dazu ist, dass man die Lizenz dafür hat. Und müsst ihr euch auf jeden Fall so vorstellen, dass wenn ich, sagen wir mal, ein Lied von Snoop Dogg oder Dr. Dre oder sowas reinhauen würde, dann möchte YouTube das gerne so haben, dass ich kurz mal Snoop Dogg anrufe oder anschreibe und ihm sag, hör mal, ich habe hier das und das Lied von dir in meinem Video, wie sieht's aus, schreib mir doch mal eine nette Mail, dass ich YouTube zeigen kann, so hier, ich darf das nicht benutzen, hier ist der Schrein von Snoop Dogg. Ja, wie alle sich wohl jetzt denken können, das wird nie und nimmer der Fall werden, auch wenn ich 10 Millionen Abos habe. Ja, was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das auf jeden Fall, dass meine Videos, die ich demnächst hochlade, nur noch auf 50% laufen. Weil Commentaries auch immer noch nicht so richtig meins sind. Es gibt auf jeden Fall 1000 andere Leute, die mehr die geilere Commentaries machen und so. Habe ich auch immer gesagt, dass ich nicht der Mann für die Commentaries bin. Aber das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Ja, ich bin auch negativ aufgefallen schon. Und zwar nach dem Update habe ich 2 Videos hochgeladen. Mit Musik. Hab den noch versucht zu erklären, dass ich da keine Urheberrechte verletze. Das eine Video war das letzte Video. Mein Nuke-Abschiedsvideo. Und zwar der Sänger, der dort zu hören ist, ja, ist ein Sänger, keine Frau. Einige haben den schon erkannt, das ist so ein kleiner Koreaner, der bei einer Talentshow war. Ja, ich denke mal, wenn einer im Fernsehen ist und dann Liedchen trällert, so, dann kann man das eigentlich auch in ein Video einbauen. Habe ich den versucht auch in dem Feld ausführlich zu beschreiben. Wurde dennoch gesperrt. Und ich habe auch schon 2 Mails erhalten, dass wenn solche Urheberverletzungen auf jeden Fall öfter vortreten, dann kündigt YouTube mir die Partnerschaft. Ja, und ich habe hin und her überlegt, was ich machen soll.
Und ja, ich werde es auf jeden Fall mit Commentary versuchen. Werdet ihr halt nicht so oft Gameplays bekommen wie sonst auch noch. Aber halt mit Commentaries. Ich weiß, die meisten meiner Abonnenten stehen mehr auf so die Musik in den Videos. Ja. Kann man nichts machen, Jungs. Es tut mir selber leid auf jeden Fall. Ich stress mich selber tierisch. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Also wenn ihr irgendwie noch eine Idee habt, wie man das umgehen kann. Der einzige Weg, wie man sowas umgehen könnte, wäre, wenn man selber Künstler kennt, die Musik machen. Die auch natürlich geil ist. Dass man so Lieder von No-Name-Gruppen, von halt so Garagenbands und sowas, aber ich kenne da keine. Und vielleicht ergibt sich da irgendwann mal was, aber momentan ist auf jeden Fall nichts. Ja. Nochmal kurz zum Gameplay. Ich bin noch ein bisschen verschockt. Zu sehen ist auf jeden Fall ein mega Comeback von mir und Musti in Herrschaft. Wie ihr seht, liegt unser Team mächtig weit hinten. Aber es wird sich auf jeden Fall noch ein klein wenig wenden, das Blatt. Ja, mir und Musti auf jeden Fall nicht zu verdanken, aber wir haben auf jeden Fall einen Großteil dazu beigetragen. Obwohl ich normalerweise nicht auf Flanken gehe und so. Aber mittlerweile hat sich das auch geändert. Weil ich auch auf schon seit Wochen nicht auf Nuke gehe. Ja, gibt's noch ein Thema, was ich ansprechen wollte? Ja, und zwar Gewinnspiel. Ja, richtig. Ich habe ja ein MW3 Shirt Gewinnspiel gemacht. Hab da 3 Shirts verlost. Und bei dem ersten Video zu der Verlosung hat sich ja geschrieben, wenn er eine Idee hat, wie das Gewinnspiel aussehen soll, soll er was schreiben. Und der als erster 50 Likes bekommt, der kriegt auf jeden Fall so ein T-Shirt. Ja, das Video habe ich rausgehauen und 2 Tage lang hat es nichts getan. Ja, nach 2 Tagen sah es so aus, als ob keiner diese 50 Likes kriegt. Und habe dann noch ein Video gemacht, wo ich dann auf jeden Fall ausdrücklich gesagt habe, so, dass ich es jetzt anders machen werde. Dass ich nicht die jetzt 2-3 Wochen auf so ein 50 Like Comment warten werde und dass ich die T-Shirts anders verlosen werde. Ja, haben eigentlich auch alle verstanden oder ja, haben eigentlich alle verstanden, bis auf eine nette Person, die eine Woche später ankam und meinte: Ey, ich habe jetzt 50 Likes, krieg so ein Shirt. Vor allen Dingen, nachdem ich die 3 Shirts weggeschickt habe. Da habe ich gesagt, so, habe ich ihm eine Privatnachricht, glaube ich, geschrieben. Sorry, tut mir leid, aber ich habe die Shirts anders verlost. Ja, der war dann so angepisst. Der kam dann in die Videokommentare auch von anderen Gameplays und meinte, hier rumspenden zu müssen. Ich hätte seinen Comment gelöscht mit seinen 50 Likes und das wäre voll unfair und er wäre eigentlich der rechtmäßige Gewinner. Und ich hätte seinen Comment mit den ganzen Likes gelöscht. Dann habe ich hier in das Video gegangen, habe mir durchgeguckt und ich habe da keinen 50 Like-Comment gesehen.
Und ich lösche auch auf jeden Fall keine Kommentare einfach so, außer sie sind irgendwie beleidigend oder einfach nur so. Ja, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall meinte er, ich hätte seinen Comment gelöscht mit den ganzen Likes. Habe ich ihm dann zurückgeschrieben, ich habe keinen Kommentar von mir gesehen mit 50 Likes und so. Jetzt kommt das Beste. Und dann kam er an und meinte, ja, dann geh doch mal zurück in das Video. Dann kannst du meinen Comment sehen mit den 50 Likes. Ja, was denn? Habe ich jetzt deinen Comment gelöscht mit den Likes oder habe ich ihn nicht gelöscht? Ist er jetzt noch da oder nicht? Hast du jetzt endlich verstanden, dass die T-Shirts woanders hingelaufen sind? Ja. Ist ein bisschen stressig manchmal, wenn man Sachen verlost und die ganzen Black Ops Shirts, die ich jetzt noch habe, die werde ich auf jeden Fall nicht online irgendwie verlosen. Ich habe mir das so überlegt, dass ich, wenn ich so ein Abonnenten-Meeting irgendwo vereinbare, dass ich die Shirts dann nehme und einfach in die Menge schmeiße. Das habe ich letztens schon bei dem Düsseldorf-Abo-Treffen gemacht. Da habe ich 10 Shirts mitgenommen und einfach in die Menge gesammelt. Zusammen mit dem Krieger. Was ich auf jeden Fall geil finde, ironisch gemeint, dass kein einziger von den 10 Leuten gekommen ist und irgendwie ein Dankeschön geschrieben hat oder sowas. Ich meine, tut nicht weh und ja, hätte ich mich gefreut, aber hat sich keiner einzigen gemeldet, aber ist ja auch Wurst. Ich habe noch, glaube ich, 10, 15 Charts, die werde ich auf jeden Fall beim nächsten Abonnenten-Treffen mitnehmen und die da noch verteilen. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch was vor. Eine richtig fette Verlosung mit einem fetten Geschenk. Und lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ja, das Gameplay ist zu Ende. Wir haben einen riesen Rückstand in Domination auf Rundown noch geschafft umzudrehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Gameplay und mein Gammel-Commentary. Ja, gebt einen Daumen hoch, schreibt ein paar Kommentare. Ich lese mir auf jeden Fall alles immer durch. Vor allen Dingen auf der Arbeit, wenn gerade Pause ist, ist echt das Geilste, so Kommentare durchzulesen. Ein Rauchen und Kommentare durchlesen, das ist auf jeden Fall. Ja, danke für die fleißigen Kommentarschreiber. Ich muss jetzt langsam aufhören, gleich wird gezockt. Ja, macht's gut, bis demnächst. Peace out.